auf, oder? Nö, ich mach das halt noch fertig. 6 Stunden brauchen wir noch. Was, 6 Stunden braucht er noch? Also mit sie, der braucht, Marc braucht mit mindestens noch eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Ne. Ich habe schon über die Hälfte gemacht. Ich gehe in der Zwischenzeit mal ein bisschen Obst einkaufen. So, ich hätte gern 5 von den gammeligen achteckigen Äpfeln. Seit wann sind die Äpfel achteckig, Bero? Müssen wir uns gerade Sorgen machen? Ja, komm mal her. Oh Gott. Ich bin bei der Bierzeltgarnituren-Fabrik hier. Ach so, ja, alles klar, doch. Dann habe ich Stadt gerade eben doch gesehen. Da steht auch ein Stand vor der Tür. Und da hast du total die spitzen Berge. Und da drauf sind komische runde Früchte, die irgendwie dann eckig wären, wenn das... König Ludwig Dunkel. Lecker. Wir lassen uns das feiern, nicht verbieten. So, gucken wir uns noch mal ein bisschen Map an. Kann man auch hier hoch? Nein, kann man nicht. Schade. Das wäre jetzt mal schön gewesen. Kennen wir eigentlich schon die komplette Karte? Oder kennen wir sie Ja. nicht? Nö. Ich mache jetzt eine Rundfahrt. Mach das. Kauf dir ein Auto dafür. Nein, ich nehme den mit dem Whatever drin. Was auch immer das ist. Ach so. Ey, hier geht echt Silagezeug rein. Häckselgut, geht hier rein. Ja, gleich. Oh ja, Marc ist ja wirklich schnell. Der holt den Mähdrescher gleich echt noch. Ja, sag ich doch. Auf welcher Stufe fährst du? Bei. Viel zu schnell, gehen wir auf 1. In der Zeit, wo der Mähdrescher eine macht, mache ich drei. Ach ja, hätte mich einer sagen können, dass ich hier nicht drauf fahren kann. Alter, mein LKW kackt gerade ab. Sorry, Mann. Was? Ich fahre jetzt zur Gaststätte. Wir hätten sich so einen Blödsinn einfallen lassen. Was? Was meinst du? Der schickt mich hier hoch mit dem LKW. Ja und? Ja, aber ich kann hier doch nur... Wo geht's denn hier bitte zur Gaststätte? Ist der Haha! besoffen? Da tat ich nämlich gerade auch. Waren besoffen, wo die das gemacht haben. Wäre ja nichts Neues.
Hä? Warum schreibst du ein Fragezeichen? Ach so. Und tschüss! Balle, was springst du aus dem Server raus? Nee. Nee, er ist nicht vom Server geschrieben, der steht da immer nochmal, wenn er Fragezeichen schreibt. Pass mal auf, wenn ich jetzt hier schreibe, dann steht das auch noch da. Naja. Ja, ich hol den Mähdrescher ein. Juhu. Also, sowas müsste ich aber nicht sehen. Ich bin mich keine Schuld bewusst. Habe ich irgendwas gemacht? Nö. So, ich muss jetzt einmal das Headset einstecken, sonst ist gleich Ende im Gelände. Sucht ihr Streit? Sucht ihr Streit? Ich nicht, Marc. Nee. Ihm war danach. Ja, und hoch da, ja, volle Granate. Ich war gerade bei der Milchfabrik. Milch geholt. Der Bus hat aber eine sehr ungenaue Kollisionsabfrage. Wer? Der Bus. Welcher Bus? Warte mal. Das ist ja cool, die haben sogar eine Bahnhofsunterführung gemacht. Ich hole jetzt wen vom Zug ab. Wen denn? Wechseldame. Ah, der ICE ist auf dem falschen Gleis gefahren. Oh. Oh, Hilfe! Hilfe! Mann! Pfaff! Wurdest du vom Zug überfahren? Nein, die machen die Bahnsteige, haben die hier alle viel zu hoch programmiert. Warte mal, da kann man rein, cool. Aha. Wo, in den Zug? Nee. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf Gleis 3 fährt heute ein, der Regionalexpress von Schlümpel am Teich nach Leck mich am Arschhausen. Ich wiederhole, auf Gleis 3 fährt ein, der ICE nach, ach scheiße, war ein RE, egal, ach, thank you for traveling with Deutsche Bahn. Vor allem, wir haben hier in Mühlheim, wo ich wohne, haben wir einen sitzen bei der Bahn, der macht das so, es fährt ein, auf Gleis A1, der RE 2 nach Münster über Essen, Bochum, Dortmund, Hamm. Bitte Vorsicht bei der Heimfahrt. Der singt das so richtig. Ey, ohne Scheiß. Wisst ihr mal, kennst du die Firma Metronom? Nein, ne? Kennst du nicht? Nee. Die fährt Göttingen, Hamburg und so eine Strecken, ja? Ja. Ihr wird's geil. Die haben das, also, kommt drauf an, was für ein Tag halt ist, wie viel gerade viel los ist und so, ne? Dann haben die so absolute Comedy-Ansagen, ja? Da haben sie zum Beispiel schon mal immer dieses bayerische, dieses Hamburger, ne? Diesen Hamburger Slang, ne? Du kennst ja, ja und so. Also haben die einmal so und die haben auch einmal Gronkh imitiert. Voll geil! Dann sagt so der Gronkh den Zug durch oder so. Das ist schon mal lustig, also da kannst du. So. Ja, aber dann. Sehr verehrte Damen und Herren, das war gerade Ihr Zug. Ich wiederhole, das war gerade Ihr Zug. Nächste Woche kommt noch einer. Danke. Aber der Typ, der da so runter singt, ne? Der Doch, ich hätte gerne Fortkarte. Hey. Nee, warte mal, hier gibt's Fahrkartenautomat.
Können Sie mir helfen? Wie kann ich den bedienen? Ihr könnt das nicht lösen. Warte mal, hier gibt es ein Streckenverzeichnis. Oh, ein Streckenverzeichnis. Von wo ist das denn? Schnellbahnnetz. Vor allem, wer so eine Scheiße schon da du wer schreibt, der wird erschossen. Außerdem... Außerdem ist das, wenn ich das richtig sehe, von der Straßenbahn das Netz. Lol. Das ist ein Straßenbahnnetz. Die U4 steht sogar U-Bahn drauf, Alter. Warte mal. S-Bahn München. Der Mähdresch hat noch geschätzt 1-2 Bahnen zu fahren. Oh, hier gibt's was zu knabbern. Ich hol mal was. Ha, Spaß beiseite. So. Oh, Freude. Sind Sie von der Deutschen Bahn? Ich hab da mal eine Frage. Hallo, sprechen Sie mich nicht? Ich hab da mal eine Frage. Hallo? Ich rede mit Ja? Ihnen. Die ist total hochnäsig, die Alte. Ja, die redet mit Ja, bitte, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hier, Deutsche Bahn AG. Wo sind wir denn hier? Achso, in Geltendorf sind wir. Bahnhof Geltendorf. Ach, wollen Sie mir jetzt endlich antworten? Bleiben Sie doch mal stehen. Ich will doch nur wissen, wo der ja, nächste Zug fährt. Gucken Sie auf die Anzeigetafel. Na gut. S4 nach München. Abfahrt 13.15 Uhr. Leider ja. Vorbei. Morgen vor allem der S4 und was fährt vorbei? Ein ICE. Schon richtig. Und ein Güterwagen. Oh, ich weiß, was ich gleich mal ausprobieren werde. Ich da vorstellen. Ja. Guck mal, ob man die hier auf uns so schmeißen kann. Geht nicht. Wir sind durch mich durchgefahren. Wann? Durch den Traktor durch. Du wolltest da weitermachen. Was weitermachen? Na, dein Feld. Mach ich doch. Hallo, wo bleibt der Zug? Sehr geehrter Herr, es ist kurz vor 20 Uhr. Der fährt immer nur um 13.15 Uhr. Ja, da müssen Sie. Ja, die kam schon wieder die Alte vorbei von der Deutschen Bahn, hä? Lol. Oder halt die Geschwister. die Bahn ist eine Familie. Ja. Auf jeden Fall. Vor allem das Geile ist, auf dem Gleis gegenüber läuft parallel zu ihr noch so ein Typ im weißen Hemd rum. Echt von der Deutschen Bahn oder so. Garantiert. Weißt du, wenn du auf Zug wartest, ne? Kommt keiner. Alter, da wirst du doch als Selbstmörder auch depressiv bei der Deutschen Bahn. Na. Okay, man kommt natürlich hinzu, ich will mit dir vorschmeißen. Kommen Sie morgen nochmal wieder, dann kommt der von heute und übermorgen kommt der von morgen dann. Ja, genau. Die Deutsche, na es ist ja ganz ehrlich so, die Deutsche Bahn ist ja schon mit einem Jahr mit ihrem Fahrplan in Rückstand von da. Ja, ja. Was meinst du, warum die immer neue machen müssen, damit sie sich rausreden können? Ja. So. Ey, du Deutsche Bahn, du... Alter, es ist ein... Ich bin Muluk. Lass den Murat in Ruhe. Murat ist voll korrekt, ey. Murat sind Sie von der Deutschen Bahn, Sie haben was Rotes an. Nö. Nein, die ist nicht von der Deutschen Bahn, die hat jede Menge Hupen dabei. So Fußhupen? Nee. Kennst du nicht diese, genau, vom Clown da, so, ne? Naja. Ja, ja. Das war gerade noch. Na, das sind doch nur drei Bahnen, die der machen muss. Fahr ich halt selber, wenn die Deutsche Bahn nicht pünktlich kommt, fahr ich halt selber weiter. Ich hab 'ne Idee, ich fahr ein Rennen mit dem Zug da hinten. Ich krieg dich! What? Na, so nicht. Alter, guck mal, alles hat hier keine Kollisionsabfrage, ne? Aber so ein scheiß Mast auf den Schienen, als würden die damit rechnen, dass man da lang fährt, weißt du?
Überall kannst du durchfahren. Warum kann die nicht durch den Strommast von der Bahn fahren? Ganz einfach. Weil sie Angst haben, dass du dann das Aluminium oder hier das Kupfer rausklaust. Deswegen. Boah. Ich bin gerade gegen die Wand gefahren, gegen Unsichtbare. Ja, gibt es. Ich bin voll weit zurückgeflogen. Wie schnell bist du denn da vorgehämmert? 200? Weiß ja gar nicht, womit der...